Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge mit mir, der Katrin. Und in einem letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie ich diese Karte angefertigt habe. Hier hatte ich ja so einen kleinen Makel, weil das Prägen da nicht so richtig funktioniert hat. Aber an und für sich finde ich sie doch gelungen. Und ich möchte jetzt einen Briefumschlag dazu dekorieren. Die Farbe ist mir ausgegangen, da hatte ich irgendwie mit der Ü-Post mal was gemacht, also Geschenke für die Ü-Post verschickt. Deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Umschlag genommen. Der ist auch so leicht glänzend. Eigentlich bräuchte man hier nur noch ein bisschen Deko drauf machen und gut wäre es. Aber ich hatte das Papier jetzt eben entdeckt und das muss hier irgendwie drauf. Deswegen, hier haben wir auch dieses Lila, hier haben wir auch dieses Lila. Und ich werde jetzt mir diesen Umschlag das Papier so zurechtschneiden, dass ich hier so einen kleinen Rand habe, oben und an der Seite und unten, und werde das aber hier so zur Hälfte nur machen, also dass die Hälfte des Umschlages mit diesem Papier beklebt wird. So, der nächste Schritt wird sein, das habe ich mir zurechtgeschnitten, ich werde das jetzt hier drauf kleben, wie gesagt, mit Abstand lassen, Seite oben unten. Dann habe ich mir hier von dem Deko-Band, das habe ich mal im Aldi gekauft, habe ich mir hier so ein Stück abgeschnitten und werde das jetzt hier so entlang, also nicht davor, nicht drauf, ich werde das so mittig machen, damit man sozusagen den Rand nicht sieht. Also so richtig so drauf, so zur Hälfte, ne? Hälfte, Hälfte drauf machen. Das ist das, was ich als nächstes mache. Das mache ich mit normalem Kleber und das mache ich wieder mit meinen Klebepunkten, weil dieses Band sehr, sehr gut mit diesen Klebepunkten, ja, harmoniert, nenne ich es mal so. Also die nehme ich jetzt und das mache ich jetzt. So sieht es aus. Ich habe das Ganze nochmal seitenverkehrt gemacht. Also ich habe es hier rüber gemacht, seht ihr ja, ne? Dann habe ich mir meine Holzdeko-Teilchen wieder genommen, auch in einem lila Ton. Habe den Osterhasen hier unten hingemacht, wenn Ostern ist oder sein sollte. Und habe hier oben so eine Blume hingemacht. Man könnte hier aber auch einen Schmetterling machen oder ein Vögelchen hätte ich zum Beispiel noch. Was habe ich denn hier? Mal gucken, hier hätte ich so einen Schmetterling, der hätte noch hingekonnt. Oder ja, halt das im Vogel. Und ja, damit man das Ganze auch verschenken kann und vorhin auch was hinschreiben könnte eventuell, habe ich hier so ein Clear Stamp genommen. Und zwar, ihr seht es ja, diese Form, wo man dann hier was hinschreiben kann. Und ich dachte, dieses Geschnörkel passt gut zu dem Gesamtbild. Ich hoffe auch, wenn ich das Ganze drauf habe. Da habe ich mir jetzt so einen Silberton ausgesucht, so ein gräulich, wie heißt es denn? Metall-Silber-Blue oder Metal-Silber-Blue. Ich bin gespannt. Jetzt mache ich das Ganze hier schön drauf. Ich hoffe, es stempelt auch gut. Mal testen. Ja, perfekt. Also nochmal drauf. Hoffen wir mal, dass es auch hier drauf funktioniert, ne? Und einmal drauf und runter. Ja, das reicht. Jetzt kann man hier noch so einen Silberstift nehmen. So, oh, Entschuldigung. Jetzt kann man hier so einen Silberstift vielleicht noch nehmen oder einen weißen Stift. Halt was harmoniert, ne? Jetzt nicht irgendwie mit Kugelschreiber oder so und schreibt dann hin frohe Ostern oder für Mama von Papa, so ungefähr. Also ihr seht, man kann da so, so schöne Sachen sich gestalten. Das wäre die Karte, die dann reinkommt. Besser harmonieren würde es halt, wenn das jetzt auch lila wäre oder wenn ich das jetzt türkis genommen hätte. Dann hätte ich mir die Papiere alles in türkis gemacht, ne? Also ihr seht aber nur mal so den Vorschlag, wie man was gestalten kann, damit das nicht alles einfach so, ja, so ganz normal geschenkt wird. So, das war's von mir. Wie immer freue ich mich über ein Däumchen nach oben. Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da und vor allen Dingen, was ich mal für euch vielleicht basteln sollte. Und ja, das war's von mir. Habt alle einen tollen Tag und ich sage bis bald, eure Katrin. Tschüss!